Hallo und herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal Rational Handeln. Hier könnt ihr mich auf dem Weg zu meinem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit bis zu meinem 40. Geburtstag begleiten. Heute möchte ich mir mit euch zusammen genauer die besten Dividendenaktien aus Großbritannien ansehen. Seit dem Jahr 2021 gehört die Insel offiziell nicht mehr zur EU. Durch die jahrelange Unsicherheit rund um den Brexit sind viele Unternehmen in England relativ günstig. Dabei sind darunter einige echte Dividendenperlen. Heute möchte ich mit euch gemeinsam auf die Suche nach den besten Dividendenaktien im Vereinigten Königreich gehen. God save the dividend! Bevor wir aber loslegen, wie immer ein kurzer Risikohinweis. Meine Videos und Artikel sind selbstverständlich keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. UK ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wie den USA noch relativ günstig bewertet. Ich schaue mir dafür gerne das CAPE Ratio je Land an. Das CAPE Ratio ist das zyklisch angepasste Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es ist auch besser als Schiller-KGV bekannt. Das Schiller-KGV verwendet als Rechengrundlage den inflationsbereinigten mittleren Gewinn der jeweils vergangenen 10 Jahre. Hier eingeblendet seht ihr das jeweilige durchschnittliche Schiller-KGV über die größten Aktienmärkte der Welt zum Stand des letzten Jahres. Die USA lagen bereits da deutlich über 30, mittlerweile sind sie sogar bei 35 angelangt. Das CAPE Ratio von UK lag hingegen damals zum Jahresende nur knapp unter 14. Die Aktien im Vereinigten Königreich sind also aufgrund der politischen Unsicherheit rund um den Brexit deutlich abgestraft worden und noch immer recht günstig. Allerdings sind sie seit Ende des Jahres auch ein wenig weiter gestiegen. Zwar sind noch nicht alle Details rund um den Brexit geklärt, aber es wurde immerhin nach langen Ringen ein Freihandelsabkommen mit der EU vereinbart. Zudem meistert Boris Johnson die Corona-Krise deutlich besser als die EU und vor allem Deutschland. Es sind bereits über 50% der Engländer geimpft. Öffnungen werden in London und anderen Großstädten in UK dort also deutlich eher als bei uns kommen. Ein guter Grund, also sich die Dividendenaktien aus UK einmal genauer anzusehen. Vielleicht sind ja ein paar Schnäppchen dabei. Als erstes möchte ich euch wieder eine tolle, kostenlose Quelle für Dividendenaktien aus UK vorstellen. Auf dripinvesting.org gibt es bekanntlich monatlich die David Fish Liste mit allen amerikanischen Aktien, die seit mindestens 5 Jahren ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben. Auch für Aktien aus Europa gibt es dort eine ähnliche Liste. Und natürlich auch für das Vereinigte Königreich. Ich habe hier einmal für euch eingeblendet, wo ihr die Liste auf der Seite findet. Und genau diese Liste werden wir jetzt gemeinsam nach den besten Dividendenaktien aus UK durchforsten. Den Link zu dripinvesting.org findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber kurz noch eine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, gebt diesem Video doch einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal oder empfiehlt diesen Kanal einfach weiter. Mir fehlen noch gut 1000 Watch-Hours bis zur magischen 4000er-Grenze. Schaut also gerne auch nochmal ältere Videos von mir an, das würde mir sehr helfen. Vielen Dank! Hier eingeblendet seht ihr die ungefilterte Liste der Dividendenwerte aus England, Schottland, Wales und Nordirland. Sie sind aktuell nach dem Zeitraum der jährlich erhöhten Dividenden sortiert. Oben ist die Aktie vom City of London Investment Trust. Sie zahlt seit 55 Jahren eine steigende Dividende. Da es sich hier um eine Exit-Tabelle handelt, könnt ihr relativ leicht die einzelnen Sparten auf bestimmte Werte filtern. Um die besten Dividendenaktien zu finden, würde ich die folgenden Filter setzen. Das ist natürlich nur eine mögliche Vorgehensweise. Ihr könnt auch ganz einfach eure eigenen Filter setzen und so ganz andere Unternehmen finden. Die Dividendenrendite, also hier die Spalte K, DPS Yield, soll größer als 3 sein. Die Dividendenwachstumsrate in den letzten 5 Jahren, Spalte Q, soll mehr als 5% betragen. Die Auszahlungsquote, also wie viel Prozent des Gewinns ausgezahlt wird, sollte nicht 80% übersteigen. Diesen Filter trage ich bei der Spalte U ein. Zudem soll das KGV oder hier auf Englisch PE Ratio in Spalte V nicht 20 übersteigen. Das Price-to-Sales-Ratio in Spalte Y soll kleiner als 3 betragen. Das waren dann auch schon die ganzen Filter. Von 90 Aktien sind jetzt nur noch 8 verblieben.
Unilever, British American Tobacco, Cars Group, Winstar Group, Legal & General Group, Jersey Electricity, Smurfit Kappa Group und Morgan Sindall Group. Jetzt werde ich auf alle Unternehmen kurz eingehen und sie euch einmal vorstellen. Unilever und vor allem British American Tobacco sind natürlich alte Bekannte. Für die volle Transparenz, ich habe bereits Aktien von beiden Unternehmen. Unilever ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern, also Nahrungsmitteln, Körperpflege oder auch Kosmetika. Viele der Marken des Konzerns werden euch sehr bekannt sein. Langnese, Magnum, Ben & Jerry's oder auch Knorr. Aktuell gibt es etwas unter 4% Dividendenrendite im Jahr. Die Aktie ist nach dem Kursfall Anfang des Jahres wieder gut gestiegen, aber noch immer rund 11% vom Allzeithoch entfernt. Wer so eine solide Dividendenaktie sucht, könnte hier fündig werden. Zu British American Tobacco hatte ich bereits schon mal ein komplett eigenes Video gemacht. Es ist oben nochmal für euch verlinkt. Daher nur kurz, British American Tobacco gehört zu den größten Tabakunternehmen weltweit. Gemessen am Umsatz ist Bat sogar der größte Tabakhersteller. Der Konzern ist in rund 180 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in London. British American Tobacco hat mehr als 200 Marken im Angebot. Aktuell gibt es noch immer fast 8% Dividendenrendite. Dazu seit 32 Jahren gesteigerte Dividenden. Aber wie lange wird Bat die sinkende Tabaknachfrage mit steigenden Preisen noch ausgleichen können? Und können die neuen Produkte wie Vaping und Co. langfristig einen großen Teil der Umsätze ausmachen? Diese Fragen solltet ihr für euch selber beantworten, bevor ihr ein Investment in die Aktie in Erwägung zieht. Cars Group und Winstar Group stammen aus demselben Sektor wie Unilever und BAT, Consumer Defensive. Die Industrie der beiden Unternehmen ist aber Farming und Fishing, also eine richtig schöne Oldschool-Economy. Bauern und Fischer gab es immerhin vor 2000 Jahren schon. Natürlich sind beide Unternehmen mittlerweile etwas moderner unterwegs. Cars Group wurde 1831 gegründet. Das Unternehmen besteht aus zwei Sparten. Die Sparte Agriculture bietet in One-Stop-Shops alles an, was das Farmerherz begehrt. Sie bieten auch eigene Futtermittelmarken an. Der deutlich kleinere Bereich Engineering stellt Spezialtechnologie für diverse Industrien, vor allem den Nuklearbereich, her. Mit 125 Millionen Marktkapitalisierung ist das Unternehmen aber eher ein kleiner Player. Winstar Group ist mit nur 96 Millionen sogar ein noch kleinerer Player. Auch sie versorgen Pharma mit aller möglichen Ausrüstung, vom Gummistiefel bis zur Futtervorrichtung für Ställe. Sogar Zäune für Schafsfarmer gibt es auf der Webseite. Beide Pharmafirmen zahlen etwas mehr als die 3 verlangten Prozent Dividende. Zudem haben beide ein Kursumsatzverhältnis von deutlich unter 1. Das deutet auf eine Unterbewertung hin. Allerdings scheint das auch durch niedrige Margen bedingt zu sein. Sprich, von jedem Pfund Umsatz bleibt wenig Gewinn übrig. Für mich sind beides keine Investments, auch weil sie viel zu klein sind. Die Legal & General Group ist hingegen wieder ein echtes Dickschiff. Es handelt sich hierbei um ein Finanz- oder besser Versicherungsunternehmen. Legal & General bietet Lebens- und Krankenversicherung sowie weitere Versicherungen an, ebenso Rentenversicherung und Investitionen. Die Dividendenrendite von 6,45% ist nach BAT die attraktivste in der Runde. Deswegen habe ich mir das Unternehmen auch nochmal genauer im Rational Handeln Score für euch angesehen. Ich habe den Score hier für euch eingeblendet. Wie ihr seht, ist das KGV mit knapp unter 11 durchaus attraktiv. Das EPS-Wachstum der letzten 5 Jahre und auch die Prognose für die kommenden 5 Jahre sind mit 11 und 5% okay. Das Kursumsatzverhältnis liegt unter 1 und ist damit natürlich ein sehr positiver Indikator. Die Verschuldung ist voll im Rahmen. Die Dividendenwachstumsrate ist bei 5% in den letzten 5 Jahren. Leider nicht besonders attraktiv ist die Marge, die lediglich bei 3% liegt. Das erklärt dann auch die niedrige Kursumsatzbewertung. Wenn vom Umsatz nicht viel übrig bleibt, ist das nachvollziehbar. Rund 71% vom Gewinn werden ausgeschüttet. Allerdings ist die Aktie zuletzt gut gelaufen und nur knapp unter ihrem Allzeithoch. Mit knapp 87% im Rational Handeln Score ist die Aktie aktuell noch nicht kaufenswert. Generell sind einige Finanz- und Versicherungskonzerne aktuell aber sehr günstig bewertet.
Das Problem ist nur, dass diese manchmal relativ schwer zu bewerten sind. Welche Risiken wirklich in der Bilanz liegen, lässt sich oft schwer direkt erkennen. Daher solltet ihr auf keinen Fall Finanzaktien blind auf Basis von Kennzahlen kaufen. Hier müsst ihr immer eine ausführliche qualitative Analyse durchführen. Ich habe aktuell vor allem ein Versicherungsunternehmen aus den USA im Blick. Es ist ein heißer Kandidat auf meine Dividendenaktie des Monats. Also freut euch auf das Video kommende Woche. Die Jersey Electricity Company ist der einzige Stromversorger in Jersey. Jersey ist eine kleine britische Insel nahe der französischen Küste. Die Insel hat nur etwas mehr als 100.000 Einwohner. Dementsprechend liegt der Market Cap der Aktie auch nur bei 61 Millionen. Das Unternehmen ist mir persönlich also wieder viel zu klein. Die Smurfit Kappa Group ist ein irisches Unternehmen aus der Verpackungsindustrie. Auf dem europäischen Markt ist Smurfit Kappa die Nummer 1 bei Verpackungen aus Wallpappe, Wellpappen-Rohpapier und Vollpappe. Weltweit auch die Nummer 2. Es verfügt über 34 Papierfabriken, 229 Werke für Verpackungen, 50 Recyclingstandorte, 31 andere Werke und 103.000 Hektar eigener Wald in Lateinamerika. Insgesamt hat das Unternehmen über 46.000 Mitarbeiter. Auch in Deutschland sind es 5.000 Mitarbeiter. Also ein wenig größer als Jersey Electricity. Es ist aktuell vor allem auf nachhaltige Verpackungen fokussiert, also eigentlich passend zum aktuellen Zeitgeist. Ich habe Smurfit Kappa für euch auch einmal durch den Rational-Handeln-Score gejagt. Es ist hier für euch einmal eingeblendet. Vor allem das Gewinnwachstum der letzten Jahre enttäuscht. 2018 gab es nämlich einen ziemlichen Verlust. Alle anderen Werte sind solide. Das Kursumsatzverhältnis von 1 ist natürlich wieder ein klarer Indikator einer Unterbewertung. Mit 3,2% gibt es eine solide Dividendenrendite. Allerdings ist auch diese Aktie auf ihrem Allzeithoch. Wenn man hier einsteigen wollen würde, würde ich vielleicht auf einen kleinen Rücksetzer warten. Im Rational-Handeln-Score erhält die Aktie aktuell 82,6% und ist somit noch nicht kaufenswert. Die letzte Aktie aus den Top 8 ist die Morgan Sindall Group. Das Unternehmen ist im weitesten Sinne ein Bauunternehmen, das zum Beispiel Häuser baut, aber auch Infrastrukturprojekte und Gewerbeimmobilien in Städten mit Fokus auf regenerative und innovative Konzepte umsetzt. Die Aktie ist die letzten 5 Jahre sehr gut gelaufen und hat den restlichen Markt in UK outperformed. Fast 50% Total Return gab es mit der Aktie im letzten Jahr. Im Gesamtmarkt UK gab es sonst nur knapp 30%. Auch diese Aktie habe ich mir für euch im Rational-Handeln-Score angesehen. Ein gutes Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren, das nur von Verlusten in 2020 unter 15% gezogen wurde. Für die Zukunft sind Analysten sehr optimistisch, was den Gewinn angeht, wie ihr hier seht. Das Kursumsatzverhältnis ist wieder niedrig, dafür auch die Marge. Die Dividende ist wie der Gewinn gut gewachsen und wurde seit 8 Jahren erhöht. Gut 60% des Gewinns werden ausgeschüttet, allerdings ist die Aktie bereits sehr gut gelaufen. Auch hier sollte man nochmal auf einen Rücksetzer warten, aus meiner Sicht zumindest. Die Aktie bekommt aktuell 91,3% im Rational-Handeln-Score und ist damit ziemlich weit vorne. Sobald die Aktie auf 19,4 Euro fallen würde, wäre sie bei 100% im Rational-Handeln-Score. Als eine weitere Aktie aus UK wurde sich in den Kommentaren die Aktie von Glencore gewünscht. Die Glencore PLC ist die weltweit größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe. Sie hat ihren Sitz in der Schweiz, wird aber in London gehandelt. Glencore ist umsatzmäßig vor Vitol das größte Unternehmen der Schweiz. Die Aktie zahlt allerdings keine Dividende und ist in dieser Liste daher leider nicht dabei. Da ich mich auf Dividendenaktien fokussiere, ist die Aktie auch nicht ganz mein Beuteschema. Insgesamt ist der Aktienmarkt in UK noch günstiger als zum Beispiel die USA, aber längst auch kein Schnäppchen mehr. Ich würde wohl aktuell am ehesten meine bisherigen Investments in Unilever und British American Tobacco mit Nachkäufen weiter vertiefen. Aber auch die Morgan Sindall Group ist bei einem weiteren Rücksetzer spannend. Das ist natürlich, wie alles hier, keine Empfehlung oder Anlageberatung. Entscheiden müsst ihr selbst. Die anderen Unternehmen sind vorerst nicht auf meiner Einkaufsliste. Welche Aktie aus UK reizt euch aktuell oder setzt ihr auf ganz andere Länder?
Das war's für diese Woche. Nächste Woche bin ich wieder mit einem neuen Video für euch da. Jeden Samstag um 8 Uhr gibt es ein neues Finanzvideo von mir. Folgt mir ansonsten auch gerne auf Twitter unter @flolindemann. Dort gibt es auch jede Menge Finanzcontent. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.